So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Vor allem der Adi hat auch was vorbereitet. Wir wollen heute mal Chips testen, aber nicht irgendwelche Chips, sondern richtig feurig, scharfe, brutale Armageddon-Chips. Ich hab's wohl euch zu viel verraten, genau. Ich weiß gar nicht, was das ist, ich sehe es auch nicht, weil der Adi davor steht die ganze Zeit und sich hier putzt. Wir haben zum einen mal Bravo Feuerdrachen. Jetzt werdet ihr sagen, hä, die kenne ich doch, die sind noch gar nicht so scharf. Das ist ja auch die kleine Mini-Variante, die gleich antritt gegen die Hers Carolina Reaper Flavored Extra Hot Gluten-Free Cheese Curls. Ja, diese Bravo Feuerdrachen, die hatte ich mal in einem Fan-Paket drin und fand das richtig genial, weil der Iswo, immer wenn er da war, Bravo Feuerdrachen gekauft hat im Rewe und sich dann aufgeregt hat, dass es die nicht mehr gab. Und dann hat er mir immer Fotos geschickt und gesagt, seine Tante bei sich, wo die wohnt, hat im Laden diese Feuerdrachen wiedergesehen und hat er gleich ihm ein paar Beutel hingeschickt und hat er sich übelst gefreut, dass es diese Bravo Feuerdrachen noch gab. Das war sein Steckenpferd. Das, diese komischen Hers Carolina Reaper Flavor Cheese Curls, when it comes to heat, it is off the chart, ne? Die sind aus dem Ami-Shop in Nürnberg, wo ich mit Pupsi war. Wir waren da ja auch shoppen, haben uns mal was angeguckt. Was denkt ihr, wie viel kostet so eine Packung Cheese Curls? So eine Tüte Flips einfach nur mit ein bisschen Gewürz dran. Genau, Kinder, 6,50 Euro, wenn man das hier sehen kann. 6,50 Euro für eine Tüte Erdnussflips, obwohl es ja keine Erdnussflips sind. Jetzt müssen wir die beide mal noch so ins Thumbnail reinpacken, so ungefähr. Adi, kannst du auch damit drauf, genau, wunderbar. So schneidet man das jetzt rein. Wollen aber zuerst die Feuerdrachen mal probieren. Das ist nämlich ein gewöhnlicher Kartoffelsnack mit Kartoffelpulver, 43%. Wo ist denn das? Paprikapulver, Chilipulver, Zwiebelpulver. Also das ist Paprika und Chili plus Zwiebel. Drei scharfe Sachen in einem. Grüße gehen raus am Iswo, auch wenn er das hier nicht sehen wird. Die hat er auf jeden Fall immer gefeiert, Adi. Was sagst du dazu? Willst du mal reingreifen? Der Adi versteckt sich vor der Kamera. Nein, der Adi greift rein und willst du einen? Zieh dir mal einen raus. Einen. Adi? Soll ich dir vielleicht helfen, ja? Jetzt ist er da. So, Adi nimmt einen und geht. Aber ob er den isst, da bin ich mal gespannt. Denn das ist ja ein Bravo Feuerdrache. Das heißt, wir werden auch mal einen probieren. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Chips oder sonst was, sind die übelst knusprig, richtig hart. Die erinnern von der Konsistenz ein bisschen auch an Jumpies. Nur halt mega gewürzt. Und die haben halt diese typische Drachenform. Aus Kartoffelpulver, ja. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Die Packung sieht halt auch richtig cool aus. Guck, dieses flammende Inferno, dieser Drache dabei. Ich glaube, Adi hat seinen auch gegessen. Ist jetzt wieder da und möchte jetzt die Carolina Reaper Cheese Curls probieren. Und die werden wir jetzt mal aufmachen, denn die sind würzig. Aber die lassen sich gut essen. Also wer gut was Scharfes isst, der wird sagen, ich merke gar nichts. Ich merke nur, dass es würzig ist. Aber vom Rest merke ich an sich nichts. Und jetzt kommen die Carolina Herbs. Von Hers Carolina Flavor Cheese Curls für 6,50 Euro. So ein heftiger Preis. Das Lustige ist, lass mal Adi wieder in die Tüte schnüffeln. Na Adi, was ist denn jetzt? Adi, guck. Adi? Ich glaube, Adi findet das ein bisschen zu scharf. Na, greift rein, genau. Los, greif mal rein. Willst du nochmal? Soll ich dir mal einen hinkippen? Guck mal, Adi. Na, was sagst du? Nix. Kannst auch dagegen hauen. Genau. Schieb noch ruhig runter, wenn du nicht magst. Ich glaube, Adi ist verwirrt. Guckt deprimiert aus dem Fenster. Du musst nicht. Lass ihn ruhig da liegen.
Die sehen auf jeden Fall richtig brutal aus. Sind das hier? Na gut, das kann man ja nicht lesen, weil das alles sieht halt aus wie so Maiswürmer, Mais-Snacks, irgendwas, ne? Dass er jetzt wieder reingreift, kann ich nicht nachvollziehen, weil er ist ja eben schon zurückgeschreckt und wollte die ganze Zeit nicht. Jetzt greift er wieder rein. Die sehen auf jeden Fall richtig pervers aus, weil die richtig orange leuchten. Die sehen richtig krank aus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die scharf sind. Du hast auf jeden Fall übelst die Käsenote. Das schmeckt wie ein Käsebällchen. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Diese schöne Käsebällchen-Note. Und dann kommt dir der ganze Mock hoch. Da kommt so ein... Oh, jetzt habe ich schon wieder Kopfschmerzen vom Husten. Dann kommt plötzlich, brennt dir alles den Hals hoch. Das finde ich richtig interessant. Aber nicht einfach halt nur scharf, sondern Käsebällchen, Note und dann scharf und die Konsistenz dabei. Richtig genial. Die muss ich jetzt wieder verschweißen. Und jeder, der hier reinkommt, der kriegt mal so eins zur Begrüßung. Mal gucken, was die Leute sagen. Übelst fluffig, übelst cheesy. Richtig brutal. Können wir noch einen essen? Ein bisschen nur ein halber. Hier vom Adi, den nehmen wir auch mit. Und das für unschlagbare 6,50 Euro. Stellt euch das mal vor. Jetzt aber der große Clou. Wir sind aus diesem American Store rausgegangen mit der Tüte für 6,50 Euro. Mussten auf dem Rückweg zum Hotel noch im Supermarkt einkehren. Und im Supermarkt gab es für 2,50 Euro dieselbe Tüte. Richtig genial, oder? Jetzt haben wir 4 Euro mehr bezahlt, obwohl es direkt im Supermarkt das auch gab. Dort an jeder Ecke solche richtig genialen Carolina Reaper Flavored Extra Hot Gluten Free Cheese Curls. Ja, da sammelt sich der ganze Speichel schon im Hals ab. Ich glaube, Pupsi freut sich, wenn die auch mal so eins probiert. Ich hau hier noch zwei rein zum Abschied und würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Adi, Schatz.